Ja, hallo, wir haben am Freitag Geschnetzeltes mit Champignons und Sahnesoße mit Nudeln und Küchenkräuter gekocht. Dazu braucht ihr etwas Schweineschmalz zum Anbraten oder halt Öl oder was ihr sonst nehmt. 300 bis 500 Gramm Geschnetzeltes, 400 Gramm Pilze, eine rote Zwiebel gewürfelt, einen Becher Sahne, Pfeffer, Steinpilzpulver hatten wir noch gehabt, getrocknetes, etwas Gemüsepulver statt Salz und etwas Tiefkühldill. Ja, wir haben das Schmalz in den angebraten, dazu das mit dem Geschnetzelten braun angebraten von einer Seite und gewendet. Dann hatten wir ein Glas Champignons dazu. Wenn ihr frische Pilze nehmt, dann kocht am besten das Geschnetzelte vorbraten, dann herausnehmen und dann die Pilze für sich und dann nachher alles nochmal zusammen. Dann die rote Zwiebel, ein Becher Sahne und gewürzt dann mal mit Pfeffer und 2 Teelöffeln Steinpilzpulver. Etwas Gemüsebrühepulver haben wir als Salzersatz genommen. Den Trick habe ich von meiner ehemaligen Assistentin. Und etwas Tiefkühldill drüber gestreut. An Nudeln hatten wir kleine Spaghetti-Nudeln genommen. Ja, ich hatte dann 5 Portionen für die Mikrowelle für die nächsten Tage zum selber warm machen.